Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns weiter mit Stylesheets beschäftigen, den Cascading Stylesheets, also den Möglichkeiten, wie wir Webseiten gestalten können. Dieses Video wird nicht fürchterlich spannend sein, weil wir einfach eine ganze Reihe von Stilangaben durchhecheln wollen, damit man einige von diesen Dingern gesehen hat und weiß, was man mit ihnen anfangen kann. Wen das nicht interessiert, der überspringt Teile davon oder wahlweise auch das ganze Video. Ist ja nicht wie bei der Ludovico-Therapie, dass ihr hier gezwungen werdet, dies alles anzuschauen. Bevor wir mit den Stylesheets anfangen, möchte ich noch ein kleines HTML-Element einführen, das uns bei der Strukturierung hilft. Dieses werden wir später noch öfter benutzen. Dabei handelt es sich um das Div-Element. Im Prinzip ist das Div-Element so etwas Ähnliches wie ein Absatz, nur gewissermaßen ohne die Semantik, die wir mit dem Begriff Absatz verbinden. Es ist einfach ein freies Strukturierungselement, das wir zu beliebigen Zwecken verwenden können. Diese Div-Elemente sind üblicherweise nur dann interessant, wenn man sie mit einer Klasse versieht. Klassen haben wir gerade im letzten Video kennengelernt. Und wenn wir nun eine Klasse an ein Div-Element koppeln, können wir über die Klasse festlegen, dass dieses Element ein bestimmtes Aussehen hat. So können wir dann bestimmte Teile unserer Webseite so formatieren, wie wir das gerne möchten. Wir haben hiermit nun also noch ein zusätzliches HTML-Element zur Verfügung, mit dem wir einfach bestimmte Bereiche innerhalb eines HTML-Dokuments kennzeichnen können, um sie dann mit einem Layout zu versehen. Auch später, wenn wir uns der Programmierung mit JavaScript zuwenden, können uns diese Div-Elemente noch gute Dienste erweisen. Aber soweit sind wir noch nicht und schauen uns das im Moment daher nur im Zusammenhang mit Stylesheets an. Dazu möchte ich jetzt wieder in meine Entwicklungsumgebung gehen. Da wollen wir nun ausprobieren, was wir alles machen können. Wir nehmen uns wieder einmal unsere Vorlagedatei und erstellen eine Kopie von ihr. Ich nenne sie einfach mal Stildemo. Mit dieser HTML-Datei werden wir jetzt so einige Übungen durchführen. Wir laden sie als erstes in unseren Editor und geben ihr den Titel Demo. Damit wir das Ganze gleich ein kleines bisschen einfacher handhaben können, fügen wir heute ausnahmsweise mal die Stilangaben direkt hier in dieses Dokument hier ein. Wir verwenden also kein eingebundenes Stylesheet, sondern nutzen das Style-Element. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Text, damit wir auch etwas sehen. Den habe ich hier in einer separaten Datei vorbereitet, damit ihr mir nicht beim Tippen zugucken müsst. Ich kopiere jetzt kurz an meinen Absatz, den ich hier gerne in dem Text stehen hätte. Das ist nur ein ganz einfacher, einigermaßen langer Textabsatz, damit wir auf dieser Seite auch etwas zu sehen bekommen. Im Browser laden wir die Datei natürlich auch einmal, damit wir uns gleich anschauen können, was unsere Stilangaben bewirken. Damit wir das gleich besser erkennen können, nehme ich jetzt einmal diesen Absatz her, das ist das Original, das wir unverändert lassen werden und kopiere ihn einmal. Diesen zweiten Absatz werden wir gleich mit Stilangaben formatieren. Dazu weise ich diesem Absatz eine Klasse zu. Ich nenne sie einfach Test. Und damit haben wir jetzt natürlich zweimal denselben Absatz untereinander stehen. Für die Klasse Test möchte ich aber gleich jetzt in meinem Stylesheet Stilangaben festlegen. Also benötige ich den entsprechenden Selektor .test, sodass ich alle meine Stilangaben ab jetzt hier in diesem Block auf diese Klasse beziehen und nur auf diese Klassen beziehen. Alle Angaben, die wir hier nun machen, beziehen sich also auf unsere Klasse Test, sodass wir mit dieser nach Lust und Laune herumspielen können. Als erstes möchte ich einmal die Schriftart verändern. Das ist das Attribut FontFamily, für das ich jetzt einfach einmal eine Schrift vergebe namens Bahnschrift, die unter Windows tatsächlich existiert, bei mir auf dem Mac allerdings nicht. Und genau das möchte ich hier einmal zeigen. Wenn ihr das jetzt unter Windows einmal nachspielt, ich empfehle sehr dringend, dass ihr das hier beim Schauen des Videos mit durchspielt und ausprobiert, dann sollte sich nach dem Abspeichern und Neuladen im Browser etwas verändert haben, nämlich die Schriftart. Bei mir aber tut sich nichts. Warum? Weil ich diese Schrift gar nicht auf meinem Computer habe. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man im WWW mit Schriften hantiert. Die Schriftart muss auf dem Computer desjenigen installiert sein, der eure Webseite besucht. Darauf haben wir als Ersteller allerdings keinen Einfluss. Wenn wir also eine Webseite von einem Webserver laden und die Schriftart bei uns nicht existiert, dann nützt es gar nichts, wenn der Ersteller der Seite eine ganz tolle Schriftart verwendet. Es sieht dann bei uns überhaupt nicht so aus, wie der Ersteller das gerne hätte. Dafür gibt es zwei Abhilfen. Die erste besteht darin, dass man hier gewissermaßen Ersatzschriftarten angeben kann. Wir können festlegen, dass wir am liebsten eine bestimmte Schrift hätten. Wenn die aber nicht vorhanden ist, dann bitte eine andere, die wir hier ebenfalls angeben können. Hier gebe ich einmal eine Schriftart namens Verdana an und die existiert bei mir tatsächlich.
Schon sehen wir auch, dass sich das Aussehen im Browser verändert hat. Auch diese Schrift könnte bei einem Besucher unserer Webseite eventuell nicht existieren. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, sollte man daher als allerletztes immer eine der Standardschriften vergeben, die es garantiert immer gibt. Eine davon heißt Sans Serif. Das ist eine serifenlose Schrift, also eine ohne die Haken und feinen Linien an den Enden der Buchstaben. Wenn also alle anderen zuvor hier angegebenen Schriften nicht existieren, wird diese Schriftart verwendet. Ich möchte hier gerne meine Verdana wieder haben und deshalb füge ich die hier jetzt wieder ein. Jetzt wollen wir einfach mal weitermachen und ein bisschen herumspielen. Das ist nicht alles fürchterlich spannend, aber man kann, so denke ich, doch ein wenig dabei lernen und für den einen oder die andere ist es vielleicht ganz interessant, einmal zu sehen, was man alles mit CSS so machen kann. Als nächstes möchte ich einmal die Schriftgröße verändern. Und zwar soll der Absatz eine Schriftgröße von 11 Pixeln erhalten. Und dann sieht der Text auf einmal so aus. Dann möchte ich, dass die Schrift kursiv sein soll. Das kann ich mit Font Style Italic erreichen. Und mit Font Weight Bold kann ich die Schrift fett machen. Die einzelnen Angaben überlagern sich, wie wir hier sehen. Wir haben immer noch die Verdana, die in einer Größe von 11 Pixeln verwendet wird und zudem kursiv und fett gesetzt ist. Wir können zum Beispiel auch noch die Farbe für diese Schrift festlegen. Das heißt dann nicht Font Color, sondern einfach nur Color. Und als Farbe habe ich hier mir 2B, 6A, A2 ausgesucht. Ein schöner Hexadezimalwert. Und auch das können wir uns wieder angucken. Wir können den Text auch mit einer Dekoration versehen, beispielsweise mit einer Unterstreichung. Dann sieht das Ganze so aus. Wir können den Text außerdem transformieren. Text Transform heißt das Attribut. Und ihr seht hier in den Vorschlägen des Editors, dass es da ganz viele Attribute gibt, die ich hier gar nicht ansprechen möchte, die ihr aber nach Lust und Laune ausprobieren könnt. Wenn ich hier nun für das Attribut Text Transform den Wert Uppercase angebe, sieht der Text auf einmal so aus. Nun ist mir der Text zu nah aneinander geklatscht. Das kann ich ändern, indem ich beispielsweise eine Line Height festlege und die auf 180% zum Beispiel setze. Und schon ist der Zeilenabstand besser. Ich kann auch dafür sorgen, dass am Anfang des Absatzes immer eine Einrückung zu sehen ist. Die lege ich hier in einer anderen Einheit fest. Jetzt gucken wir uns einmal die Einheiten an, die wir bislang kennengelernt haben. Wir sehen hier bei der Schriftgröße eine Angabe in Pixeln, eine absolute Größenangabe. Wir sehen beim Zeilenabstand eine relative Angabe, nämlich 180% von der vorhandenen Schrift. Und wir sehen hier eine von der Schriftart abhängige Größenangabe, die Breite eines M in der gerade verwendeten Schrift. Das ist eine unter Typografen recht verbreitete Bezeichnung. Das sind verschiedene Möglichkeiten, wie man Werte angeben kann. Und da muss man immer schauen, wie man das am geschicktesten macht. Wie gesagt, die Details kann man alle in einem guten Nachschlagewerk finden, das ich schon empfohlen habe. Solche Dinge schaut man nach, wann immer man sie braucht. Das ist nichts, was man auswendig lernt. Wichtig ist nur, dass man um die Potenziale weiß, also was es alles für Möglichkeiten gibt. Und das ist der Grund, warum ich einige von diesen Dingen hier vorstelle. Jetzt können wir zum Beispiel auch noch dafür sorgen, dass der Text in unserem Absatz nicht linksbündig, sondern rechtsbündig angezeigt wird. Dann sieht das Ganze so aus. Und das ist nicht schön. Ich hätte lieber vielleicht so etwas wie einen Blocksatz. Auch das geht, indem wir den Wert justify für das Attribut Text Align verwenden. Wir können zum Beispiel auch um den ganzen Absatz einen Rand setzen, wenn wir das denn hübsch finden. Ich mache den hier einmal in einer Breite von einem Pixel. Er soll solid sein, also eine durchgezogene Linie. Und denselben Farbwert, den wir hier oben schon für den Text verwendet haben, bekommen. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist natürlich wieder überhaupt nicht schön, weil hier die Linien direkt an dem Text klatschen. Ein erster Gedanke ist dann vielleicht, dass ich den Absatz hier mit einem Rand versehen könnte. Was ist ein Rand? Das ist ein Margin. Und dann mache ich hier einmal einen solchen hin mit 10 Pixel Breite beispielsweise.
Und dann stellen wir fest, dass nun zwar der ganze Absatz eingerückt ist, der Abstand zum Text nach innen hin aber immer noch nicht da ist. Das liegt daran, dass ein Margin einen Außenabstand festlegt. Im Gegensatz dazu gibt es den Innenabstand und den nennt man Padding. Auch das können wir wieder auf 10 Pixel setzen und dann sieht das Ganze schon anders aus. Dann haben wir auf unserer Seite so eine Art Panel, einen Kasten erzeugt, in dem wir Text, aber natürlich auch andere Inhalte darstellen können. Das wären also einige Transformationen, die wir durchführen können. Jetzt möchte ich noch ein paar andere Sachen angucken. Zum Beispiel möchte ich am Anfang der Seite ein Bild einfügen. Ich erzeuge mir da zunächst mal wieder einen Ordner Bilder, in den ich jetzt ein Bild einfügen werde, das ich in einem anderen Ordner schon liegen habe. Dieses Bild heißt tor.jpg. In den Rumpf hinein binde ich jetzt also das Bild ein. Und wenn wir jetzt die Seite erneut laden, sehen wir das Bild hier oben auf dieser Seite. Das gefällt mir in der Form noch nicht und deshalb möchte ich jetzt für dieses Bild ebenfalls Stilattribute festlegen. Das machen wir, indem wir Angaben für das Image-Element festlegen. Wir könnten beispielsweise sagen, dass wir gerne die Breite des Bildes verändern wollen. Das Bild soll nicht so groß angezeigt werden, wie es eigentlich ist, sondern in einer Breite, Width, von 200 Pixeln. Dann möchten wir vielleicht, dass der Text um das Bild herumfließt. Das können wir machen, indem wir für das Attribut Float den Wert Left angeben. Und schon fließt der Text um das Bild herum. Jetzt haben wir natürlich wieder den hässlichen Effekt, dass der Text an der Seite und auch unten direkt an das Bild klatscht. Auch das ist wieder nicht schön. Wir könnten jetzt ein Margin vergeben, das allerdings dafür sorgen würde, dass auch oberhalb und links von dem Bild ein Abstand entsteht. Da wir das nicht wollen, legen wir einen Abstand nur rechts von dem Bild mit Margin Right und unterhalb von dem Bild mit Margin Bottom fest. So bleibt das Bild oben links in der Ecke, aber zum Text hin haben wir nun vernünftige Abstände gewonnen. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Das nächste ist im Augenblick noch gar nicht so wirklich sinnvoll, aber wenn wir später mit JavaScript arbeiten, kann das interessant werden. Da könnten wir dann nämlich beispielsweise einen Knopf auf unserer Seite einbauen, auf den der Benutzer klicken kann, um die Bilder zu verstecken. Darauf kommen wir dann noch zurück, wenn es soweit ist. Im Augenblick können wir mit unserer Webseite noch nicht interagieren, aber verstecken können wir das Bild dennoch. Dazu geben wir dem Attribut Visibility den Wert Hidden. Dann ist das Bild scheinbar nicht mehr da, aber der Platz dafür wird immer noch reserviert. Wenn wir das anders machen wollen, also den Platz nicht reservieren wollen, dann verwenden wir stattdessen das Attribut Display und geben dem den Wert None. Dann ist es so, als ob dieses Bild gar nicht da wäre. Das ist wie gesagt für uns im Augenblick nicht fürchterlich sinnvoll, wird uns aber später im Zusammenhang mit JavaScript noch nützliche Dienste leisten, weil wir da tolle Interaktionen mit umsetzen können, mit denen wir zu beliebigen Zeitpunkten Elemente hervorholen und verstecken können, nicht nur Bilder, sondern ganz beliebige Elemente. Das soll es als kleiner Spaß mit den Bildern gewesen sein. Jetzt gucken wir uns noch zwei weitere Dinge an. Ich möchte als erstes eine Überschrift hier einfügen. Auch das habe ich schon einmal vorbereitet. Schauen wir uns zunächst einmal wieder an, wie das im Browser aussieht. Auch für diese Überschrift möchte ich jetzt bestimmte Attribute festlegen. Wir sehen hier übrigens, dass die serifenlose Schrift für die Überschrift nicht angewendet wird, weil wir die ja nur für dieses Absatzformat hier festgelegt hatten. Wenn wir der Überschrift jetzt hier auch die Klasse Test zuweisen, wird auch diese Überschrift die Formatierung von hier übernehmen. Und zwar alle Angaben, die dort festgelegt sind. Das möchte ich aber gar nicht und deshalb nehme ich das hier wieder weg. Und so sieht die Überschrift wieder ganz normal aus. Ich möchte die Überschrift jetzt stattdessen mit einem kleinen Hintergrundbild versehen. Dazu habe ich wieder etwas vorbereitet. Und zwar lege ich mir in meinen Ordner Bilder noch zwei weitere Bilder hinein. Im Augenblick brauchen wir nur eines davon. Und zwar das Bild Karo. Karo ist nichts anderes als einfach ein kleines Viereck, wie wir das hier gerade sehen. Und was machen wir damit jetzt? Ich möchte, dass meine Überschrift einen Hintergrund bekommt. Dazu kann ich das Attribut Background verwenden, das allerdings eine Hintergrundfarbe vergibt. Dass so etwas möglich ist, hatten wir schon gesehen. Ich möchte hier aber ein Background Image verwenden, also ein Bild verwenden und gebe hier eine Adresse ein, eine URL, die den relativen Pfad von unserer Datei aus zum Bild angibt, also zum Unterverzeichnis Bilder und dort heißt das Bild karo.png. Wir müssen hier immer auf die Dateiendung achten, denn hier handelt es sich um ein anderes Bildformat.
Wenn wir das so machen, wird unsere Überschrift mit dem Karo-Muster hinterlegt. Das ist unten ein bisschen abgeschnitten, was daran liegt, dass die Höhe der Überschrift nicht hoch genug ist, um die zweite Karo-Linie auch noch in voller Höhe abbilden zu können. Das können wir verhübschern, indem wir die Höhe dieser Überschrift auf 40 Pixel festsetzen. Dann ist die Überschrift zwar etwas höher geworden, dafür passt aber jetzt die zweite Reihe der Karos und sie ist nun vernünftig zu sehen. Das Bild mit unserem Karo, so hatten wir eben gesehen, ist nur ein winzig kleines Bild, das gar nicht viel Speicherplatz benötigt. Wir sehen, dass das als Hintergrundbild immer aneinander gehängt wird. Bei Hintergrundbildern wirkt also ein automatischer Wiederholungsmechanismus, der das Bild quasi als Kachel verwendet. Wenn ich den nicht haben möchte, kann ich ihn auch deaktivieren. Dafür gibt es das Attribut Background Repeat, dem ich den Wert No Repeat zuweisen kann. Dann wäre das Bild nur ein einziges Mal da. Das sieht dann also so aus, dass hier nur dieses kleine Viereck hinter der Überschrift liegt. Das möchte ich aber auch nicht, sondern ich möchte stattdessen ein Repeat X als Wert, sodass das Bild zwar wiederholt wird, aber eben nur in einer Dimension, nämlich in der horizontalen. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was mit Aufzählungen machen. Dazu fügen wir in unser Dokument eine Aufzählung ein. Wir speichern die Datei und schauen sie uns im Browser an. Auch damit möchte ich jetzt ein paar kleine Spielchen machen. Als erstes möchte ich, dass die beiden Aufzählungen, ja, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, nicht untereinander stehen, sondern nebeneinander. Dazu sage ich, dass sowohl das UL als auch das OL, das Komma zwischen den beiden Selektoren, besagt, dass die folgenden Angaben sowohl für das UL wie auch für das OL gelten sollen, nur eine Breite von 300 Pixeln ausnutzen sollen. Das macht noch überhaupt keinen Unterschied, wenn wir uns das jetzt im Browser angucken. Aber jetzt lege ich zusätzlich fest, dass diese beiden Elemente mit einem Float Left versehen werden. Das sorgt dafür, dass wir jetzt einen Umfluss haben. Die erste Aufzählung wird mit einer Breite von 300 Pixeln versehen. Wir können das auch schmaler machen und zum Beispiel auf 200 Pixel setzen. Dann würden wir das ebenfalls entsprechend hier sehen. Und das gleiche gilt für die zweite Aufzählung. Ich hole uns jetzt einmal unser Bild hier zurück, indem ich diese beiden Zeilen, mit denen wir das Bild versteckt haben, hier herauslösche. Und dann sehen wir uns das Ganze noch einmal so an, wie wir das hier hatten. Und eigentlich möchte ich aber nicht, dass das Bild und dann auch noch der Text dann noch rechts daneben steht, sondern all das soll unterhalb der beiden Aufzählungen zu finden sein. Wie kann ich das machen? Nun, ich kann für mein Bild das Attribut Clear vergeben, dem ich den Wert Both zuweise. Dann wandert das Bild unter die vorherigen Absätze, obwohl diese ein Float-Attribut tragen. Das reicht aber noch nicht, da der Absatz ja nun noch so komisch dasteht. Daher legen wir das auch für das P fest, dass auch dieses ein solches Clear-Attribut erhält, sodass nun auch der Absatz nach unten wandert. Allerdings haben wir nun das schöne Umlaufen des Absatzes um das Bild verloren. Wenn wir das nun wieder haben wollen, wird es ein kleines bisschen komplizierter. Dann könnten wir das Bild und den Absatz in eine Div-Umgebung packen und dieser dann das Clear Both mitgeben. Das wollen wir an dieser Stelle aber nicht vertiefen und stattdessen noch lieber ein kleines bisschen was mit den Aufzählungen machen. Da möchte ich nur noch zwei kleine Dinge durchführen. Zum einen gefällt mir bei dem UL nicht, dass da diese Kreise vor den einzelnen Listeneinträgen sind. Ich hätte da gerne etwas anderes und möchte ein eigenes Bild festlegen. Das kann ich dadurch machen, indem ich für das UL, nur für das UL, deshalb machen wir das hier separat hin und nicht in die vorherige Umgebung mit hinein, ein Attribut ListStyleImage festlege, mit dem ich ein Bild angeben kann. Ähnlich wie bei dem Hintergrundbild kann ich auch hier eine URL angeben und lege hier nun ein Bild fest, wieder aus meinem Unterordner Bilder und darin hatte ich noch ein Bild Karo klein.png. Nach dem Speichern lade ich die Datei hier drüben neu und wir sehen jetzt, dass hier statt der Kreise nun diese kleinen Kästchen vor den Einträgen stehen. Zum Zweiten möchte ich auch noch für das OL eine Angabe machen, denn da gefällt mir auch nicht, wie das derzeit nummeriert ist. Ich hätte gerne einen bestimmten ListStyleType und zwar soll das Lower Alpha sein, also kleine Buchstaben anstelle der Zahlen. Das zeigt jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir mit CSS haben und es gibt noch viel mehr. Damit könnt ihr einfach mal ein wenig herumspielen und Dinge ausprobieren. Der Editor macht auch schon immer Vorschläge für Attribute und Attributwerte, zumindest wenn ihr einen Editor wie den Atom oder Notepad++ verwendet. Aber sinnvoll ist es natürlich, ein Referenzwerk wie das hier schon empfohlene zur Hand zu nehmen.
Nach dieser kleinen Vorführung habe ich hier auf einigen Folien einige dieser Elemente noch einmal aufgeführt. Ich möchte die hier jetzt nicht im Einzelnen durchsprechen, sondern das ist eher dazu gedacht, dass man diese Folien als Mini-Nachschlagewerk nutzen kann. Als PDF-Datei findet ihr das wie üblich in den Vorlesungsunterlagen. Viel besser könnt ihr das natürlich in einem richtigen Nachschlagewerk nachlesen, wie ich es im letzten Video und auch in den Vorlesungsunterlagen empfohlen habe. Wir haben hier einige Attribute für die Schriftformatierung, für Ausrichtung und Abstände, hier für Positionierung und Anzeige, hier für Listen und Tabellen und hier für Hintergründe. Wir haben uns eben längst nicht alles davon angesehen, das würde ein bisschen zu lange dauern, aber als Ergänzung ist das hoffentlich verständlich und ein wenig hilfreich. Das soll unsere kleine Einführung in das Layout, das Design von Webseiten gewesen sein. Wir haben eine ganze Reihe von Stilangaben kennengelernt. Als nächstes wollen wir jetzt hergehen und das Gelernte anwenden auf ein Mini-Mini-Mini-Projekt, nämlich die Webseite mit den Buchtipps, die ich neulich bei den Videos zum Thema HTML erstellt hatte. Diese soll im nächsten Schritt mit einem Layout versehen werden. Tschüss, bis zum nächsten Video.